Dieser Blick geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Seit ich ihm in der Stadt begegnet bin, alles dreht sich, ich denke nur an ihn, nur an ihn. Keine Ahnung, ob ich ihn wiedersehe. Wir treffen Sabrina Rammler bei Günter Fischer im Studio in Berheide. Das hat natürlich seinen Grund. Mit ihm nahm sie vor einiger Zeit schon einen Titel auf. Liebe auf den ersten Blick heißt er. Liebe auf den ersten Blick, es gibt kein Zurück, nicht ein kleines Stück. So jung Sabrina ist, Musik spielte schon immer eine große Rolle in ihrem Leben. 13 Jahre lang war sie Mitglied bei den Grünbacher Folkloristen. Ihre Schwester Julia singt ebenfalls in der Formation. Sabrina lernte 10 Jahre klassische Gitarre. Also Musik ist mir schon jeher im Blut und war in Meignekirchen am Gymnasium, habe da auch in 2 Musicals die Hauptrollen gespielt. Und habe da eigentlich alles gemacht, was ging. Also Weihnachtskonzert moderiert, gesungen bei Benefizabenden. Wo was gebraucht wurde mit Musik, wo jemand singen sollte, war ich dabei. Und habe dann 2009 mein Abitur gemacht in Meignekirchen. Dann ging Sabrina nach Hamburg und studierte an 2 Schulen 3 Jahre lang Musical. Hab 2012 mein Diplom erhalten. Und ja, dann stand ich vor der Frage, bleibe ich in Hamburg oder komme ich wieder her? Und ja, die Liebe hat mich dann sozusagen wieder hergezogen, weil mein Freund hier wohnt und auch natürlich Familie und Freunde. Und was man natürlich auch sagen muss, in Hamburg ist es sehr teuer. Und wenn man noch nicht so viel verdient, ist es auch nicht so schön zu leben. Und deswegen habe ich gedacht, versuche ich hier mein Glück von hier aus. Und habe dann Anfang 2013 meine erste kleine Rolle bekommen in Plauen bei Sugar. Habe dann eine weitere Rolle angeboten bekommen bei Wie im Himmel. Und jetzt bei Come Back, das Carmikes Musical, eine größere Rolle bekommen. Ich bin eine von den 3 Background Girls. Das läuft ja ganz gut und da bin ich auch gespannt, wo es mich noch so hinzieht mit dem Stück. Also es soll schon weitergehen auf jeden Fall. Sie hat aber auch noch private, eigene Projekte. Ich bin seit 2009 Hochzeitssängerin. Ich singe auf Trauungen und auch auf den Hochzeitsfeiern. Singe auch jedes Jahr bei der Wernersgrüner Hochzeitsmodenschau. Und jetzt nächstes Jahr auch in Oelsnitz auf der Modenschau und habe jetzt auch mein 2. eigenes Lied aufgenommen. Das ist vielleicht ganz lustig, so mal ein bisschen, wie das angefangen hat. Anfang 2012 standen so ein paar Artikel über mich in der Zeitung und dann wurde Gerd Seemann auf mich aufmerksam und hat mich kontaktiert und hat gemeint, dass er eben eigene Titel produziert und eigene Lieder komponiert. Und sucht eben eine junge Sängerin, die seine Lieder interpretiert und die seine Lieder singt. Und dann habe ich gemeint, klar, das können wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich bin für alles offen. Und mit dem Text von Sylvia Hornung sollte der Titel produziert werden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wandte man sich an Günter Fischer. Mit ihm hatte Sabrina vor 2 Jahren schon eine CD mit gecoverten Songs aufgenommen. Und ja, der war auch Gott sei Dank bereit, uns da zu unterstützen. Und hat das erste Lied mit uns aufgenommen. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir auf jeden Fall weiter mit ihm zusammenarbeiten wollen und er ist auch einverstanden und macht das auch gern. Ja, und jetzt für die Weihnachtszeit wollten wir natürlich auch ein Weihnachtslied gerne aufnehmen, weil ich jetzt auch auf ein paar Weihnachtsmärkten singe dieses Jahr. Und da hat Gerd Seemanns Frau den Text geschrieben. Unsere Herzen werden warm, groß und klein liegt sich im Arm.
ist nicht so wie Leise rieselt der Schnee oder Klingelklöckchen klingeling. Also es ist schon eher ein anspruchsvolles Lied, auch vom Text her sehr tiefgründig. Es klingt wirklich jetzt abgemischt und fertig, klingt sehr, sehr schön. Also wir wollen auf jeden Fall noch mehr Lieder aufnehmen, jetzt in die Richtung, da wollen wir viel probieren. Wir haben es auch schon an viele Radiosender geschickt, im Vogtlandradio war ich mit dem ersten Lied und das wollen wir auf jeden Fall weiter verfolgen mit den eigenen Liedern. Am Theater bin ich noch bis nächstes Jahr Juli beschäftigt, da muss ich auch sehen, ob ich dann in weiteren Stücken spielen darf oder nicht.